Ihr hört Megafon 95, der Fortuna Podcast von Projekt Megafon. Moin moin, liebe Fortuna Talk Freunde, es ist mal wieder soweit, der 16. Spieltag liegt hinter uns und die Fortuna hatte im vergangenen Wochenende in Kiel gespielt und das Ergebnis ist ein 2-2. Ich bin der Mo, ein Wampendribbler auf Twitter und an meiner Seite heute der Micha Etcherensky auf Twitter. Ich grüße dich. Guten Tag. Ja, die Links unserer Social Media findet ihr wie immer in den Shownotes und wir freuen uns natürlich über Feedback, Kommentare und alles andere mögliche und vielleicht treten wir auch mit euch dann auch in Kontakt. Wir sprechen natürlich über das letzte Spiel, geben einen kleinen Ausblick auf die letzten Gegner und natürlich dann sprechen wir über die zweite. Die haben nämlich im vergangenen Wochenende gegen Wattenscheid gespielt. Vor dem Spiel hieß es, Funkel wird laut, der muss wohl im Training und in den Kabinen ziemlich angefressen gewesen sein die Woche über, zumindest las man das in der Rheinischen Post und in anderen Nachrichtendickern, wenn man das so möchte. Klar, es ging um den Kampf um die Tabellenspitze, den haben wir verloren. Man trennte sich unentschieden. Ich glaube, jetzt haben wir 31 Punkte, sind weiter Zweiter. Und Fortuna sollte defensiver spielen lassen. Jetzt habe ich so das Gefühl, laut werden scheint was gebracht zu haben. Ein Kampf um die Tabellenspitze war ja vorher für uns schon so, ja, Hauptsache wir kriegen irgendwie die 40 Punkte zusammen und dann kann man vielleicht auch mit einem freieren Gefühl aufspielen. Jetzt wurde Friedhelm Funkel so ein bisschen der Krisenmanager angedichtet. Micha, wie schätzt du das Ganze, was vor dem Spiel passiert ist, ein? Ja, ist ja klar, wenn man in den letzten Wochen so gespielt hat, dass da auch ein bisschen mal, dass da endlich mal der Trainer auch mal was gegen sagt. Und jetzt, um vorzugreifen, ich habe das Gefühl, Fortuna hat auch wieder besser gespielt. Zwar nicht ganz so gut wie jetzt Anfang der Saison, aber immerhin schon wieder besser. Ja, Ex-Fortun gab es natürlich auch welche bei Holstein Kiel. Ich glaube, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Kronholm und Vandenberg waren in der Startelf. Ja, Ausfälle hatten wir natürlich wieder welche. Im Moment diesmal nur drei Spieler. Natürlich Michael Rensing, der steht mit dem Rippenbruch immer noch auf der Liste. Ich glaube, so richtig trainieren und fit soll er im Wintertrainingslager in Marabella gemacht werden. Neuhaus ist noch gesperrt. Ich glaube, das ist das letzte Spiel von ihm, wo er gesperrt worden ist. Und Botzek laboriert immer noch an seinem Sprunggelenk. Ich glaube, Neuhaus fehlt auch noch gegen Nürnberg. Auch noch gegen Nürnberg? Ich dachte zwei Spiele. Oder war der? Nee, für drei Spiele. Drei Spiele? Der von Heidenheim hat zwei Spiele bekommen. Dann siehst du mal, wie gut ich den Artikel gelesen habe. Die Formation war diesmal wirklich ein klassisches 4-2-3-1. Man hat auch nicht wirklich verschoben, also es blieb einfach 4-2-3-1. Es gab ein paar Wechsel in der Startelf. Zimmer kam für Usami und Sobotka nach Sperre rückte rein für Schmitz. Micha, grundsätzlich zwei Wechsel, die du begrüßt hast. Ja, Zimmer und Usami ist ja Auslegungssache, ob man defensiver oder offensiver spielen will. Und ja, Sobotka war eigentlich klar, dass wenn er seine Sperre abgesessen hat, der wieder reinkommt und da Schmitz das defensive Mittelfeld übernommen hat. Im letzten Spiel ist klar, dass Sobotka jetzt für ihn wieder reinkommt. Die ersten 15 Minuten gingen beide Mannschaften eigentlich ohne Risiko. Fortuna startete eigentlich mit ein paar guten Offensivaktionen, aber wirklich viel kam da nicht raus. Ja, dann 15. Minute, gute Chance für Fortuna. Fink legt rein. Und Sobotka schießt dann den Ball auf den Keeper. So, Rückgabe 2.0, 17. Wolf macht eine gute Parade, der bleibt dann einfach sehr lange stehen. Hennings 90 Minuten nimmt den Ball direkt, kann ihn aber aus 16 Metern irgendwie nicht platzieren. Eihan mit einem groben Foul, war aber nötig, er kriegt dafür gelb. Micha, Eihan scheint immer so ein bisschen der Fortuna zu sein, der dann auch mal dieses grobe Foul spielt, dieses taktische Foul zieht und die gelbe riskiert. Hat er es denn überhaupt nötig, das zu tun? Ja, manchmal muss man sich halt eine gelbe Karte abholen, weil es nicht anders geht. Und eigentlich ist Eihan ein überragender Spieler. Aber wie gesagt, manchmal musst du dir halt die gelbe Karte abholen und ich denke mal, das war halt in dem Fall auch so. 27. nach einer Ecke von Kiel, Fortuna im Glück. Ich glaube, da fälscht Gieselmann den noch an die Latte ab und dann fliegt er raus und dann geht der Ball irgendwie ins Glück. Ja, aber dann 43. Minute. 1-0 für die Fortuna durch Rahmann. Ja, das war ein wunderschöner Angriff. Zimmer legt den Ball durch die Beine mit der Hacke weiter auf Hennings. Hennings dreht sich und flankt schön auf Rahmann und Rahmann dann, obwohl der Winkel spitz wurde, schiebt er das Ding ins lange Eck rein. Der Platz, der war mit dem Tempo dann direkt da.
Der Fazit der ersten Halbzeit. Fortuna ist trotz einiger guten Chancen nur ein Tor besser. Man hat wieder wirklich mehr gesehen von Fortuna. Die haben wieder mehr gearbeitet, besser gespielt. Aber es wäre unentschieden, wäre da gerechter gewesen. Ja, 1-0 für Fortuna geht eigentlich in Ordnung. Auch wenn es, wie du gesagt hast, ein Unentschieden wäre gerechter gewesen. Aber ich finde, das 1-0 ist auch in Ordnung. Und dann geht's direkt weiter. Wolf hält die Führung, indem er lange die Ruhe bewahrt. Der macht sich breit. Kiel kommt dann mit viel Energie aus der Kabine. Wolf hatte man das Gefühl, der hält Fortuna in diesem Spiel oft im Rennen. Kiel mit viel Offensiv dran, auch vielen Chancen. Die sind nicht umsonst das Team mit den meisten Toren in der Liga. Jetzt haben wir in Folge einige Aktionen von Kiel, die da wirklich herausstechen. Kamen, wie gesagt, mit viel Energie raus. 50 Minuten mit einem Pfostentreffer aus 5 Metern. Glück für Fortuna. Fortuna kontert einfach zu langsam. Da kam in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel und es kommt, wie es kommen musste. Ball wurde irgendwie Mittelfeld abgefangen. Ja, dann hat er, jetzt habe ich den Namen vergessen, hat Glück. Aber Kingsley Schindler, der prügelt den Ball einfach irgendwie rein und macht dann das 1-1. Der Ball kommt von außen rein. Der Ball wird zigmal abgefälscht und der dreht sich einfach schnell. Also vom Stürmer super gemacht. 1-1. Ja, absolut verdient. Fortuna verteidigt unglücklich. Ja, da war einfach nur Gewusel im Strafraum und irgendwie liegt der Stürmer von Kiel auf dem Boden, dreht sich dann und auf dem Boden liegend pimmelt er das Ding dann irgendwie rein. Da hat sich Kiel den Ausgleich im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft. Ich würde brisanter, es gibt mehr Nickeligkeiten, nur der Schiedsrichter lässt halt, da kommen wir jetzt halt im Folgeleiter drauf, auch ihr gröberes Spiel, gröbere körperliche Aktionen lässt er durchgehen. Umso ärgerlicher kommt es dann, dass es einen Strafstoß für Kiel gibt. Gieselmann hat da den Kontakt, ja, mit dem Spieler und dann gibt's den Strafstoß, Micha. Die TV-Bilder sagen, absolut vertretbar, aber wenn man sich die Linie vom Schiedsrichter des gesamten Spiels eigentlich anguckt, dann nimmt er durchaus einen sehr kleinen Kontakt im Strafraum, ja, zur Gelegenheit, einen Strafstoß zu geben. Ja, wie du schon sagst, es ist vertretbar, aber ja, ich bin der Meinung, man muss nicht, ja, nur weil es einen Kontakt gibt, muss man nicht unbedingt Elfmeter pfeifen, aber man kann, und das hat der Schiri in dem Fall leider gemacht. Wie soll ich jetzt sagen, ich will mich nicht beschweren, aber dieser Kontakt passte überhaupt nicht zu der Linie, die er sonst in dem ganzen Spiel hatte. Ich weiß natürlich nicht, was er da gesehen hat. Wolf hält zunächst souverän und ja, dann schiebt Drexler ein. Der hätte theoretisch, ich glaube, bei der Warentabelle ist er mit Gelbrot vom Platz geflogen. Aber was soll's? 2-1 Kiel, Treffer könnte man argumentieren, irregulär, aber wir kennen das ja mit dem Hineinrennen in den Strafraum, ja, da hält sich keiner dran. Ja, da würde ich eher sagen, dass die Abwehr von Fortuna einfach gepennt hat. Ich glaube, in dem Fall war es sogar Schauerte, der bei Drexler war. Weil, wenn der Drexler da steht, da hätte auch ein Fortuna-Spieler in der Zeit hinlaufen können. War halt ärgerlich, da hält Wolf schon den Elfmeter und dann steht keiner beim Stürmer, der den Abpraller dann verwertet. Fortuna macht zu wenig. Deswegen kommt es ein bisschen überraschend Schwung in die Partie. Doppelwechsel, Usami und Nielsen für Fink und Zimmer. Ja, positionsgetreu und kein All-In, habe ich geschrieben, ohne zu wissen, wie die Fortuna dann aufdrehen soll. Micha, beschreib uns mal kurz, wie du die Wechsel findest. Ja, wie du schon sagst, die sind positionsgetreu. Usami vielleicht noch ein Hauch offensiver als Zimmer. Ja, wahrscheinlich hat sich der Funkel in dem Moment gedacht, ich will noch nicht direkt zwei Stürmer einwechseln. Und deswegen, beziehungsweise Nielsen und Usami sind ja eigentlich zwei Stürmer, aber Nielsen ist ja bei Fortuna eher so die hängende Spitze, beziehungsweise der Zehner. Ja, in dem Fall muss ich sagen, es war okay, also es war wieder ein okayer Wechsel, wo in dem Fall hatte ich halt eigentlich nichts dagegen zu meckern. Ein Wechsel, der eher Funkel untypisch war, war, dass er in der 83. Minute dann Kujovic Weihan brachte. Ja, und nach dem Wechsel ging es eigentlich ab der 80. Minute wirklich los, dass Fortuna nochmals Tempo anzog, aber so richtig. Kujovic in der 85. Minute war da so eine Ausnahme, ich glaube ich, am 16er Eck ungefähr alleine und anstatt den irgendwie mit Vollspann aufs Tor zu knallen, versucht er den irgendwie, ja weiß ich nicht, war es eine Flanke oder will er den in den Winkel heben? Man weiß es nicht, auf jeden Fall flog der Ball kläglich über das Tor. Wenn man gemein ist, könnte man behaupten, es ist eine typische Kujovic-Aktion gewesen, bei der am Ende halt aus einer guten Chance nichts wird. Ja, aber fehlt ihm das Selbstvertrauen? Hat er nicht die spielerische Qualität? Weil beim 2-2 gleich ist er der Spieler, der das Kopfballduell gewinnt und den sehr schönen Pass mit dem Kopf auf Nielsen spielt, der den Ball dann auf Hennings hereingeben kann. Ja, aber das ist ja genau das Ding, dass Kujovic halt, da merkt man genau, was er kann und was er nicht kann. Er kann halt nicht
so ins Laufduell gehen und dann einfach mal draufziehen aus 20 Metern, sondern er gewinnt dann halt das Kopfballduell, weil er halt groß ist und kopfballstark. Und das ist halt wahrscheinlich genau das, was Funkel in ihm sieht und ihm deswegen auch immer wieder eine Chance gibt, weil er sich denkt, es muss nur eine gute Flanke kommen und Kujovic legt das Ding ein. Deswegen, bei der zweiten Aktion hat er halt gezeigt, was er kann. Also als er das Kopfballduell gewinnt, dann Nielsen schickt damit und Nielsen reinflankt und Hennings das Ding dann schön reinmacht. Schließen wir die Aktion dann mal ab, das 2-2. Schöne Drehung von Hennings, der macht dann das 2-2. Danach war die Luft nicht raus, aber Kiel gab nochmal Gas, aber bis auf die eine Chance, wo Wolf dann einen Kopfball fängt, den auf der Linie hält und sozusagen, ich habe glaube ich ganz platt geschrieben, Wolf fängt den Ball auf der Linie und hält das Remis fest. Micha, dein Fazit zum Spiel, eigentlich macht Fortuna zu wenig, war nicht konsequent genug in Aktionen, aber die letzten 10 Minuten waren, sowie zwischenzeitlich in der ersten Halbzeit, ziemlich stark. Ja, Fortuna hat trotzdem in der ersten Halbzeit eigentlich alles richtig gemacht, würde man behaupten, wenn man 1-0 zur Halbzeit reingeht. Und in der zweiten Halbzeit halt die Führung aus der Hand gegeben, auch wenn es dann eher unglücklich war. Aber dann am Ende ein 2-2 gegen Kiel oder ein Punkt gegen Kiel ist eigentlich vollkommen in Ordnung und auch leistungsgerecht. Gucken wir mal auf die Einzelkritik in diesem Spiel. Spieler, die so ein bisschen erwähnenswert waren, war ein Zimmer, der war sehr fleißig. Eiern im Mittelfeld hat mir sehr gut gefallen. Er hat einige Bälle abgefangen. Das hat er super gemacht und natürlich mit seinen Pässen oft auf die Außen oder vorne auf Fink ins Zentrum. Ein sehr starker Mann, der so mal so ein bisschen, weiß ich nicht, in diesem Spiel war so Fortuna Spielmacher. Jetzt, bevor wir zu Hennings kommen und seiner Vorlage, siehst du Eiern in Zukunft bei Fortuna öfter auf der 6? Mit seinen Fähigkeiten, Bälle zu verteilen und zu verarbeiten? Eigentlich schon. Ich glaube, er hatte das Problem, dass Sobotka und Neuhaus auf der Doppel-6 so gut gespielt haben, dass da eigentlich kein Weg dran vorbeiging. Aber ich finde eigentlich, dass Hoffmann, Bormuth in der Innenverteidigung und Ayhan auf der 6 finde ich eigentlich so ein überragendes Dreieck, das ich gerne häufiger sehen würde. Ich habe schon eben angeschnitten, Hennings mit der Vorlage, natürlich ist das erwähnenswert. Raman hat zum ersten Mal, deswegen habe ich ihn da reingepackt in die Liste, zum ersten Mal 90 Minuten durchgespielt. Micha, zu Recht? Das auf jeden Fall. Raman sollte eigentlich immer 90 Minuten durchspielen. Jetzt war ja so ein bisschen halt auch, ja, wie soll ich das sagen? Es war halt auch immer so ein bisschen die Frage, ist er fit, ist er nicht fit? Er sagte immer was anderes als das, was der Trainer sagte. Gucken wir mal, wie es vorangeht, denn er soll ja eigentlich auch ein bisschen eine schwierige Person sein. Micha, jetzt hast du auf die Liste eben noch ganz schnell Kujovic gesetzt. Ja, da haben wir eben eigentlich drüber geredet, dass der halt erst dieses Ding halt rüberflankt, anstatt einfach mal aus 20 Metern drauf zu ziehen, wo ich mich schon wieder schwarz geärgert habe und mir dachte so, warum spielt er immer wieder, obwohl der eigentlich nicht das zeigt, was er kann. Und und danach hat er halt das Kopfballduell gewonnen, wodurch Nielsen auf dem Flügel durch war und daraus das Tor sich entwickelt hat. Vielleicht könnte man das so beschreiben, Kujovic ist ein Spieler, den musst du so Pep Guardiola-mäßig in so ein Korsett packen und der darf nur die Dinger machen, die du dem auch gesagt hast vor dem Spiel. Vielleicht tut ihm das besser, als wenn du so nach Carlo Ancelotti oder Jupp Heynckes sagst, so hier, das ist deine Position, guck mal, dass du das machst, aber wie du dich sonst entfaltest, das ist dir überlassen. Ja, ich glaube, Kujovic ist halt eher so ein Spieler wie Gomez, so fußballerisch kannst du eigentlich nicht viel von dem erwarten, aber wenn er den Ball im 16er kriegt, dann ist er brandgefährlich. Auch brandgefährlich war unser Keeper, beziehungsweise er hielt die brandgefährlichen Chancen fest. Ein Feuerlöscher war er. Das wollte ich nicht sagen, aber Wolf kriegt von mir auf jeden Fall den Man of the Match und da sind wir schon in der Man of the Match Kategorie. Wie gesagt, hielt Fortuna oft im Spiel und ich weiß nicht, was passieren soll, wenn Rensing demnächst wieder fit ist und spielen kann. Lass uns einfach mal überraschen, Micha. Hennings, dein Man of the Match. Ja, ich habe Hennings als mein Man of the Match gewählt, weil das eine Tor hat er mit einem schönen Pass vorbereitet und das zweite Tor selbst gemacht. Und er hat gefühlt in den letzten Spielen auch ein bisschen nachgelassen, aber in dem Spiel hat er halt wieder gezeigt, dass er doch noch Tore schießen kann. Ich weiß, jetzt kommt die Kategorie, es war nicht sein Tag und ich fand wirklich, dass Gieselmann nicht seinen Tag hatte. Viele von euch, die euch sicher auch mit Statistiken beschäftigen, wissen, dass der Fortunas bester Zweikämpfer ist, aber in diesem Spiel wirkte er oft überfordert, nicht mal defensiv, das ging ganz gut, aber
offensiv, seine Pässe nach vorne, seine Läufe nach vorne, er wirkte überfordert, er wirkte kreativlos und so kloppte er oft den Ball einfach wie ein Strahl nach vorne oder legte den Ball zu irgendwem im Mittelfeld ab, wo er dachte, okay, der kann damit was Besseres anfangen, obwohl er teilweise viel Platz hatte. Ja, er zeigte eigentlich das, was wir in der letzten Folge schon angedeutet haben. Er ist halt nur noch Durchschnitt und nicht mehr gut wie am oder nicht mehr sehr gut wie am Anfang der Saison, sondern irgendwie spielt er nur noch durchschnittlich. Er hat nicht mehr so die Aktion, wo man denkt, oh, das war jetzt eine überragende Aktion. Jetzt hast du schauerte, ja, denn es war nicht sein Tagpreis gegeben, was mich jetzt zu der Frage bringt, brauchen wir neue Außenverteidiger? Eigentlich, beziehungsweise wenn Zimmer in der nächsten Saison wieder weg ist, was wahrscheinlich so sein wird, dann auf jeden Fall. Aber ich habe aber auch das Gefühl, ich hack immer auf Schauerte rum, aber das ist halt so dieses... Ich fand ihn nicht schlechter als andere. Ja, aber das sind so diese Kleinigkeiten, dass bei nach dem Elfmeter halt nicht ganz so schnell da war wie Drexler, der dann das Ding reinmachen konnte. Und dann hat er auch im Aufbauspiel ab und zu mal ein paar Fehlpässe. Also ja, ist möglich, dass er halt nicht viel schlechter war als andere, aber das sind so dann... Eigentlich kriegt er von mir den, es war nicht sein Tagpreis, wegen der Elfmeter-Situation, wo er nicht schnell genug beim Stürmer war. Jetzt kommen wir zu der Frage mit den Außenverteidigern zurück. Wir haben hier noch Lukoki auf links und ja, im Moment ist Schauerte, Zimmer so die einzigen, die rechts spielen können. Ich glaube, Kiesewetter könnte das auch. Aber meinst du, es wäre für Kiesewetter oder für Lukoki jetzt mal wieder Zeit für eine Chance nach den letzten Auftritten unserer Außenverteidiger? Ja, bei Lukoki, er hat halt das Problem, dass Gieselmann und Schmitz zwei Spieler sind, die noch vor ihm in der Rangordnung stehen, sage ich mal. Ich freue mich jedes Mal, wenn Lukoki spielt. Deswegen, von mir aus kann man ihm gerne eine Chance geben. Er hat ja eigentlich immer gezeigt, dass wenn er spielt... Ist aufgrund seiner Leistung in den ersten Spielen für Fortuna, die er gemacht hat, er hat damals zur U20, glaube ich, gekommen. Ja, das auf jeden Fall. Das zeigt ja eigentlich, dass er ein guter ist. Ihm fehlt, glaube ich, einfach nur noch die Erfahrung, aber die kriegt er ja halt auch nur, wenn er mal spielen darf. Deswegen denke ich mir, eigentlich müsste er halt mal häufiger spielen. Und ich glaube, er würde es auch hinkriegen, wenn man ihm die Chance gibt. Andere Spieler wie Bormuth oder Neuhaus bekommen es ja auch hin, die auch junge Kerle sind. So, wie habe ich jetzt die Überleitung von jungen Kerlen und Fortuna-Talenten zu unserem nächsten Gegner, dem 1. FC Nürnberg, Micha? Ja, es ist ein schwerer Übergang, aber wir machen es einfach drastisch und reden jetzt einfach über Nürnberg. Genau, Nürnberg wird hoffentlich nicht so schwer wie dieser Übergang, obwohl die sind momentan mit Platz 3, 29 Punkten, 2 Punkte hinter uns und könnten mit einem Sieg gegen uns, den die natürlich auch anstreben, Zweiter werden, uns überholen, uns ein bisschen runterschicken. Das Spiel findet nächste Woche Montag statt, aber wenn ich an Nürnberg denke und an unsere Geschichte zu diesem Verein, erinnert mich eigentlich irgendwie, ja, dass wir gegen die irgendwie mal verlieren und dass die bei sich in Nürnberg einen tollen Weihnachtsmarkt haben. Ja, ich habe eigentlich nicht wirklich so diese Nürnberg-Geschichte. Für mich ist Nürnberg immer noch so die Mannschaft, die irgendwie jedes Jahr in der ersten Liga um den Abstieg spielt. Die hatten auch mal auf jeden Fall einen guten Stürmer, der auch mal, ich glaube, Torschützenkönig sogar wurde. Ich glaube, Mintal oder irgendwie so hieß er. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Aber die haben jetzt hier wieder einen Torjäger, ne? Mit dem Schweden Ishak. Der ist aktuell, Top-Torschütze der Liga, glaube ich, 11 oder 12 Tore. Ich weiß nicht, ob er dieses Wochenende welche gemacht hat. Ist das der von Dortmund? Nein, das ist ein anderer. Achso, weil ich weiß nur, Dortmund hat irgendwie auch so ein Juwel, das so ähnlich heißt. Nee, die haben der will sich jetzt ins WM-Team schießen und könnte natürlich gegen Fortuna mit weiteren Toren für uns eher eine negative Erfahrung aussprechen, obwohl... Ja, der letzte Wettbewerb, gegen den wir Nürnberg gespielt haben, liegt schon ein bisschen länger zurück. Ja, 9.12.2016, Ergebnis war 0-2 Niederlage zu Hause. Micha, jetzt müssen wir so ein bisschen das Ganze einordnen. Natürlich, ich habe das geschrieben, was ich die letzten 2 Wochen geschrieben habe. 2-0 Sieg für Fortuna. Fortuna braucht Punkte und Erfolgserlebnisse. Ich habe jetzt nicht mehr geschrieben, sie müssen ein Zeichen setzen. Aber gegen einen starken Gegner wie Nürnberg, der momentan sehr gut Fußball spielt und viele Tore schießt, muss man punkten, wenn man sich oben festsetzen will. Ja, das auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass Fortuna jetzt wieder nach der Leistung gegen Kiel, dass die jetzt wieder in einem Aufwärtstrend sind. Und deswegen denke ich, dass es ein 2-1 für Fortuna wird und die dann sich als Zweiter nach
nach der Hinrunde in der Tabelle platzieren. Michael, kommen wir schon zur zweiten, die dieses Wochenende gegen Wattenscheid gespielt und du konntest da einen exklusiven Bericht ergattern. Ja, ein Freund von mir arbeitet für Wattenscheid und ich habe ihn dann halt geschrieben, ob der mir dann seine Sicht der Dinge schildern kann zur Halbzeit und zum Ende vom Spiel. Fazit zur ersten Halbzeit, also ich gebe jetzt seine Worte praktisch wieder. Wattenscheid hat viele Standards, macht nicht viel draus. Düsseldorf versucht zu kontern, hatten auch mal eine Chance. Aber Halbzeitstand im kalten Stadion hier 0-0. Ja, in der 51. Minute ist dann das 1-0 für Wattenscheid gefallen nach einem Foul-Elfmeter. Eigentlich ein Doppelschlag von Wattenscheid, denn Wattenscheid hat in der 55. Minute eigentlich das 2-0 gemacht, was aber aufgrund vom Abseits aberkannt wurde, wo er halt natürlich nicht ganz sicher war, ob es Abseits war. Das Fazit zum Ende vom Spiel war dann, Wattenscheid klar überlegen, macht Chancen nicht. Wattenscheid hatte zum Schluss noch einmal Glück und gewinnt das Spiel mit 1-0 gegen die Zweite von Fortuna. Den Bericht, den ich gelesen habe, der klang ein bisschen anders. Klar, ist natürlich nicht aus Wattenscheid sich geschrieben, aber Fortuna war immer dran. Es fehlte so ein bisschen der besondere Moment. Vielen Dank nochmal an deinen Kumpel und falls du diesen Podcast hören solltest, fühl dich gegrüßt. Liebe Grüße. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Links zu unseren Social Media Accounts findet ihr wie immer in der Beschreibung oder in den Shownotes. Teilt uns eure Meinung mit, wie ihr denkt, das Spiel gegen Nürnberg ausgehen wird. Schreibt es in die Kommentare, uns auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer ihr möchtet. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Gerne auch Kritik und was wir besser machen könnten. Natürlich auch das. Ja, dann sage ich, der Mo, @Wampendribbel auf Twitter und der Michael @Schirensky auf Twitter. Dann wieder noch Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.